Schade. Sache ist. Boah, Jan, ne? Ich krieg hier Aggression. Vor allen Dingen habe ich bald überhaupt keine Karten mehr, wenn ich immer gegen die Porkys kämpfe. Dann fliehen? Ja, kriege ich wieder Schaden. Du weißt, wie beschissen das mit dem Fliehen hier klappt. Mhm. Wenn ich wenigstens sicher fliehen könnte, so wie im Pokémon, wenn ich ein halbwegs passendes Pokémon vorne habe, was nicht scheiße lahm ist, okay. Aber hier ist es ja komplett random, ob ich fliehen kann oder nicht. Oh, eine reicht für zwei? Anscheinend. Okay. Aber reicht das jetzt schon, wenn ich da runterfalle? Wahrscheinlich nicht. Von was? Von dem Sandfall ein bisschen rumhüpfen und gucken, ob da irgendwie noch was versteckt ist? Nein. Puh, wo kommt der jetzt wieder her? Und wie bin ich jetzt schon wieder in dem Punkt? Boah, ich will nicht mehr. Jan, mach du das. Ich schlag irgendwas kaputt ansonsten. Wie war das gerade noch vor dem Stream, also noch bevor ich angefangen habe zu spielen? Ja, ich habe ja heute so gute Laune und alles ist so supi. Und dann bin ich in dieses Level gekommen und ich denke mir so, warum? Für diesen einen Farbklecks. Wer dachte sich, also in dem einen Level, wo war das denn, diesem Fliederpark oder so? Wo wir auch ewig lange gesucht haben mit den einen Farbklecks, wo dann auch irgendwie so ein unsichtbarer Block irgendwo war. Ne, das ist ja auch ziemlich anstrengend gewesen, aber da konntest du wenigstens in aller Ruhe suchen, weil du nicht dauernd angegriffen wurdest. Aber hier hast du halt das, wie ich vorhin schon aufgezählt, ne? Du hast den Treibsand, du hast Zeitdruck beim Karten aussuchen, du hast die Pokies, die viel aushalten, wo du auch nicht draufspringen kannst. Dann sinkst du ein nebenbei, dann ist die Perspektive doof, dann bleibst du irgendwo hängen, dann musst du die unsichtbaren Blöcke finden. Also es ist. Und dann drehen sich diese Röhren hier auch noch, sodass du auch nicht unendlich lange draufstehen kannst. Ja. Und du hast irgendwann keine Karten mehr, weil, also zumindest keine passenden Karten, weil du ungefähr 30 Millionen Mal gegen die Pokies kämpfen musst. Und wie gesagt, du kannst noch nicht mal immer fliehen. Farbe aber irgendwo auch fast keine mehr, nur noch ein bisschen gelb. Ja. So wie, ne, ich verstehe das irgendwie nicht. Wieso konntest du gerade vor zwei Pokies ohne Probleme fliehen und jetzt bei dem einen wieder nicht? Das ist so schade, weil das Spiel ist so gut, aber dann gibt es solche absoluten Bullshit-Stellen. Und dann gibt es wieder diese eine Person im Chat, die gleich kommt. Nee, das ist alles legitim. Du regst dich jetzt umsonst auf. Die Stelle ist voll cool. Das ist das beste Level im Spiel. Du bist einfach nur schlecht. Und ich denke mir so, es ist keine gute Idee, das jetzt zu sagen, während ich so geladen bin. Also kannst ja auch nicht unbedingt... Wenn oben vorm Wasserfall... Ja, genau das. Wenn oben vorm Wasserfall noch Blöcke wären, dann könnte man den Wasserfall so ein bisschen verlängern, sag ich mal. Und dann von dort aus da drauf springen. Aber. Keine Ahnung. Melli, danke schön für 30 Monate Treue. Und was ich übrigens auch super toll finde, ist ja nicht so, dass du nur in die Pokies reinläufst. Du kriegst ja einfach sofort Schaden. Weil du ja hier springen musst, um weiterzukommen. Und, ne, dann irgendwie zwangsläufig in die Pokies reinspringst. Weißt noch, wie du im letzten Stream gefragt hast, ob du das Level vielleicht noch machen willst? Ja. Aber Alex, das kann ich irgendwo auch verstehen. Ach, nice. Ich bin da vorher nicht rübergekommen. Irgendwie. Aber es wundert mich auch nicht. Ich wurde heute auch schon 5-mal von Pokies getroffen, obwohl ich nicht von denen hätte getroffen werden sollen. Also ich kann das auch verstehen, wenn man natürlich Leuten zuguckt, die man vielleicht nicht so gerne mag oder die man gerne leiden sieht, dass man da natürlich gerne nochmal so ein bisschen nachtritt. Also so ein bisschen schadenfroh sind wir ja alle schon irgendwie, ne? Also das kann ich schon verstehen. Es ist auch so, wenn man zum Beispiel einen Stream guckt oder ein Let's Play von einem Spiel, was man vielleicht auch selber gespielt hat, wo man dann so ein bisschen schadenfroh ist, obwohl man ja selber in der gleichen Situation mal irgendwie drin war, ne? Also, ne, kann ich schon verstehen. Hm,
Großen wandelt nie sogar. Nur man muss natürlich auch immer so ein bisschen wissen, ne, wann man so ein bisschen rumkecken kann und wann man vielleicht mal. Es reicht nicht! Vorübergehend die Klappe halten sollte. Das ist schon unangenehm. Also dieser Teil des Levels war schon belastend. Mhm. Die Frage ist jetzt, ob die Belastung weitergeht. Ich meine, wird man so ein bisschen geheilt? Ach, da komme ich nach oben. Ja, wenn die Pokies irgendwann einfach weg wären, wäre ja okay. Ich gucke jetzt mal einmal von oben erstmal, was ich da so sehe, und dann gehe ich nach unten. Wenn die halt, du überall Geld brauchst, um einen Pferd. Ja, wenn die halt einmal alle weg wären, na okay. Gut, da ist eine Röhre. Wo lande ich denn da? Kann er wieder zurück? Hinten einfach? Na, wobei er... Erling. Hm. Am besten gar nicht entlang. Ja, wenn es weiter nichts ist. Jetzt mal langsam. Ich werde jetzt ganz sicher nicht über diese kleine rutschige Nudel hingehen. Ich bin allergisch auf Pokies. Wenn ich einem zu nahe komme, schrumpfen meine Beine und mein Kopf schwillt an. Ich warte einfach auf dich, in Ordnung. Ja, du kennst dich da mit sowas aus. Okay. Also da unten rechts ist noch was zum Einfärben. Mhm. Aber die springen immer an den gleichen... Nein, tun sie nicht. Geh weg! Du bist nicht eingeladen zu meiner Party. Problem ist, du kannst die Röhre nicht einfärben. Du hast kein Blau mehr. Hm. Was mache ich da? Du musst in den Kampf und entweder einen Pilz aktivieren oder den Kampf so schaffen und dann kriegst du mit einem Hammer deinen Farbeimer Level up. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Ist es random, wo die entlang springen? Oder habe ich gerade nur nicht aufgepasst? Weiß nicht, beobachte die Stelle nochmal. Also da springt einer in der Mitte. Also eigentlich sind die fest, oder nicht? Aber ich war gerade auf dem Metallding in der Mitte und dann ist mich auch einer angesprungen. Hm. Also eigentlich ist ja bei jeder von diesen grünen Röhren einer. Ja. Also hier ist halt gar nicht und dann hier einmal mittig und da einmal mittig. Ja. Wo kamen da die Pokies her? Ich kann das nochmal ausprobieren. Bin ich da nicht hier? Ach, guck mal, da kommen noch mehr raus in dem Moment. Ja, und dann werde ich hier angegriffen. Aber nur so plötzlich. So, was muss ich jetzt essen? Den grünen. Nehmen wir da den oder wie gesagt, einfach nur den Kampf gewinnen, dann kriegst du wahrscheinlich einen Farbeimer-Level up. Ich werde trotzdem mal einen essen, vorsichtshalber. Kannst du eigentlich den Helm anziehen? Weiß nicht. Oh. Das ist doof. Dann, was mache ich jetzt? Ich versinke. Na komm. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht, dass ich ja überhaupt keine Farbe mehr dafür habe. Das reicht jetzt natürlich wahrscheinlich auch nicht. Aber ich konnte jetzt auch nicht so schnell reagieren, weil Mario ja schon wieder dabei war zu versinken. Als ob! Also der Terrakotta-Tempel an sich war ja eigentlich ganz cool, aber dieses Level finde ich furchtbar. So? Meinst du, der kriegt das hin? Beziehungsweise das Level an sich vom Aufbau her ist okay, aber das zu spielen macht halt irgendwie nicht so viel Spaß. I know. Ich hab's auch nicht gemocht. Okay.
Kann es bitte etwas schneller gehen? Ich bin hier gerade am Sterben. Kannst du bitte weggehen? Nein. Da hinten ist aber noch was zum Einfärben an den Röhren. Wo ist da hinten? Da oben. Das ist da. Ach, da. Und da irgendwo an der Wand ist ja auch noch was. Echt? Weiter oben. Ach so, ja gut. Hier? Mhm. Mehr, glaube ich. Nö. Das ist oben. Ja. Nein, Melli, ich hatte bislang einen schönen Samstag und dann habe ich angefangen hier zu spielen und war in der Pokéhölle gefangen. Bitte frag mich nach dem Level nochmal. Und jedes Mal denke ich mir so, im Anschluss, wenn es vorbei ist, warum war ich eigentlich so salty? Das kam bestimmt nicht gut an. Aber im Moment selbst denke ich mir so, irgendwo muss das Salz einfach hin. Aber die springen dann jetzt plötzlich auf der anderen Seite anders. Die kommen einfach noch zusätzlich in dem Moment. So, jetzt haben wir schon mal die Seite. Mhm. Wahrscheinlich ist es jetzt sogar unten rum schneller als dann nochmal durch die. Aber du musst eh nach oben nochmal lang. Ja, ja. Aber ich glaube, es ist trotzdem von hier aus schneller. Okay. Vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Lass uns deine leeren Salzstreuer sein. Wen von euch habe ich denn jetzt bis dato schon mit Salz befüllt und wer ist noch leer? Freiwillige vor. So. Bist du da rechts? Mhm. Wie komme ich da hin? Unsichtbare Blöcke. Hm. Gebt mir Salz! Ihr könnt euch gerne der Reihe nach aufstellen. Ich fülle euch gerne ab. Manchmal kommt euch auch ein bisschen Pfeffer raus, je nachdem, wie schlimm es gerade ist. Kannst du hier nach rechts auf den Farbe hinhauen? Ja. Jawohl. Ah. Aber wie jetzt? So. Aber ich kam ja nicht weiter durch die Röhre. Die war ja irgendwie verstopft. Ja, weil die nicht eingefärbt war. Was nicht eingefärbt ist, funktioniert ja nicht. Oh, das war smart. Ist das eigentlich, wenn man professioneller Dark Souls-Spieler ist, kann man da eigentlich so ein Zweitbusiness aufmachen und Salz verkaufen? Kommt drauf an, wie gut oder schlecht man ist. Also ich könnte, wenn ich jetzt Dark Souls machen würde, sehr viel Salz wahrscheinlich verkaufen. Oh nein, ich sehe es, da ist doch was, das nicht eingefärbt ist. Mhm. Warum hast du mir das nicht gesagt? Tja, ich wollte dich in die Falle laufen lassen. Du hast es auch nicht gesehen. Natürlich nicht. Nee, ich glaube nicht, dass du dich bei Dark Souls so sehr aufregen könntest. Ich glaube, dafür ist das Spiel nicht... Ich wurde gesandwiched! Bernie, Kopf ab, Salz rein. Ne? Ja, irgendwie muss ja Salz da rein, wie so ein Salzstreuer halt. Reicht ein Hammer? Nein. Kannst du Poké noch mit rein draufhauen? Bei einem Salzstreuer musst du ja auch erstmal den Deckel abmachen. Ja, nee. Bei Salzstreuern, und zumindest bei unserem, machst du den Hintern auf und füllst da das Salz rein. Ist mir egal, Bernie, was dir lieber ist. Entweder Okay. Entweder den Kopf kurz absetzen oder den Po aufmachen. Ist mir egal, aber irgendwo muss ich meinen Salz jetzt reinstreuen. Hm. Was kann ich denn nehmen? Ich habe irgendwie gerade nichts. Bin ich gerade am Sterben oder geht's noch? Noch geht's. Ich habe irgendwie nichts. Dein Pickelhelm? Muss ich leider den hier nehmen. Ist zwar verschwendet, aber ich habe einfach
nichts Einfaches mehr. Gut, also Bernie ist jetzt offiziell auch abgefüllt worden von mir. Bitte reißt mir das nicht aus dem Kontext. Das heißt, der Nächste kann sich gerne aufstellen und mein Salz empfangen. Haben wir jetzt alles eingefärbt? Wo kam das Konfetti plötzlich her? Könntest du jetzt vielleicht in die Röhre steigen? Wir warten auf dich! Oh ja, so macht man das mit den Röhren. Ganz locker durchgerutscht. Also wie gesagt, so rein visuell finde ich das Level eigentlich sehr schön, weil Wüstenlevel haben halt immer so das Problem, dass die farblich sehr eintönig sind, aber hier, so mit den verschiedenen Farbflächen und allem, ne, also finde ich schon ganz hübsch eigentlich. Nur die Pokies waren leider im Sonderangebot. Also ich glaube, die Person, die den weißen Palast in Hollow Knight gemacht hat, mit den Stacheln, hat auch hier die ganzen Stachel-Pokies aufgestellt. Hm. Oh, ist hier ein Speicherpunkt. Kannst du denn hinten die Wand weghauen? Oh, die Batterie! Wie passend. Wie hoch braucht das eigentlich gleich von dem Level, wenn du das ein bisschen auch noch einfärbst? Werde ich gleich gucken, wenn ich hier in der Ecke mir alles einmal angeguckt habe. Sache ist, da oben ist ja auch noch eine Röhre, die nicht eingefärbt ist. Mhm. Kannst du das auch noch einfärben? Ja, nee. Sah nur so aus. Komme ich da jetzt oben hin und... Nee. Kann die Röhre wieder einfärben? Gucken wir mal. Ach so! Das Ding führt nirgendwo hin! Irgendwas kann doch mit diesem Ding nicht stimmen. Wie komme ich jetzt da hoch, um die Röhre einzufärben? Ich kann erstmal kurz gucken, wie viel Prozent ich habe. 88. Weil ich bin irgendwie zu klein, um hier hochzuspringen. Und die Röhre führte nirgendwo hin. Habe ich gerade den Toad geplättet? Weil ich muss ja irgendwie oben den Rest der Röhre einfärben. Weil dann wiederum, warum eigentlich? Also ich meine, man sollte ja meinen, dass, also das Stück ist ja einzeln, dass die Röhre da oben hinführt. Aber wenn ich sowieso auch so da oben hinkomme, zu Fuß, dann ist ja die Röhre absolut nutzlos. Das kann ja irgendwie auch nicht sein. Oder? Mhm. Ich denke mal, da ist irgendwas, aber es ist nur der Toad. Lass mich noch mal kurz gucken. Also die würde nach da oben führen. Aber es geht ja nicht. Und die da in der Mitte ist irgendwie ganz für sich alleine. Ja. Oh. Irgendwie bin ich verwirrt. Weil wie gesagt, ich denke, da oben in der Höhle geht es vermutlich weiter. Weil wir haben ja schon gesehen, dass die Röhre, die hier entlang geht, schon da oben rauskommen würde potenziell.
Nur wie gesagt, wenn ich da zu Fuß hochkomme, um die Röhre einzufärben, ist die Röhre an sich ja irgendwie nicht mehr wirklich nützlich. Deswegen verstehe ich ehrlich gesagt gerade nicht, wie ich weiterkomme. Du? Damit vielleicht? Wenn alle Stricke reißen. Ich hätte doch als Hinweis gesagt, du kannst die Leute wieder hypnotisieren. Das wäre ja nicht subtil gewesen. Das könnte immer subtil sein. So. Du weißt heute auch nicht, wie du sitzen willst, oder? Naja, ich habe Rückenschmerzen so ein bisschen. Na, das kann doch gerade nicht wirklich passiert sein. Mario, lass mich hier nicht sitzen. Rette mich. Das ist so, warum du die Röhre da oben brauchst. Du könntest dir ein Kissen von drüben holen. Muss ich aufstehen. Ja, aber das hast du nicht solche Rückenschmerzen. Ja, aber Seitenschmerzen. Dann pack dir ein Kissen in die Seite. Das bringt mir ja nichts. Dann nimm ein Wärmekissen. Das hilft dir auch nicht. Doch. Ah, du bist zurück. Ich wusste, du würdest zurückkommen. Jan ist halt auch so die Person. Ich habe Schmerzen. Dann mach das und das. Das hilft gegen die Schmerzen. Nein, kein Bock. Lass mich leiden. Das ist dann so für mich der Moment, wo ich einfach aus dem Raum rausgehe und mir denke, okay. Mhm. Geht aber gerade schlecht. Kiert, danke schön, dass du 5 Subs verschenkt hast. Super lieb von dir. Und euch viel Spaß mit euren Emotes. Männer. Nicht nur, aber... ja, so manchmal. Du siehst auch so richtig unglücklich aus. Manchmal bildest du dir Sachen ein, die nicht existieren, du Frau. Geh weiter. Du Frau? Du Frau. Diese Leute da. Sieht mir ganz nach einer Luxusröhre aus. Sie ist orange, genau wie die vor der Bistroase. Die bringst du bestimmt direkt dorthin. Komm schon, sehen wir uns die mal an. Ich möchte betonen, dass das kein Orange ist. Das ist Kupferbronze. Aber das nicht... ein Orangeton. Ja, aber... ne? Du sagst jetzt ja auch nicht, dass der Sand da unten gelb ist. Doch, es ist ockergelb. Okay. Da ist schon wieder eine Röhre. An die ich aber so nicht drankomme. Hier ist sonst nichts mehr einzufärben. Was? Was soll denn das? Hilfe! Die Snippet Show reloaded oder was? Sieht nicht nach Snippet-Show aus, okay. Seid still, oder ich? Naja, ich habe euch bereits im Gefängnis eingesperrt. Viel mehr machen kann ich eigentlich nicht. Aber seid trotzdem still, sonst... es hilft einfach nichts. Aus diesem Gefängnis gibt es kein Entkommen. Was ist hier überhaupt für ein schrecklicher Ort? Warum gibt es unter der Wüste ein geheimes Sniffet-Versteck? Nun, angesichts eines ausbruchssicheren Gefängnisses müssen wir wohl einfach versuchen durchzuhalten. Denke nach, Mario. Es muss einfach einen Weg herausgeben. Warum bin ich plötzlich im Impel Down gelandet? Was habe ich getan? Ich versuche schon alles. Oh. Und tschüss. Toll. Ich hätte wissen sollen, dass dir etwas Cleveres einfällt. Ich meine, als ich gesehen habe, wie du auf den Sand eingeschlagen hast, dachte ich, du bist verrückt. Es ist echt der Hammer. Gute Arbeit. Finden wir den Gastro-Guru und dann raus hier. Es wartet ein Farbstern auf uns. Oh.
von dir. So. Kann ich die Tür wieder zumachen? Nein. Hier herrscht Maskenpflicht. Einfach davon einen Screenshot machen und auf Twitter packen mit Hashtag Maskenpflicht. Also man muss dazu sagen, das ist sehr gut gealtert. Also. Schon. Man muss da mal einen Screenshot von machen. So. Ich meine, es ist natürlich, es passt zu den Sniffits, aber es ist im jetzigen Kontext mit der Pandemie natürlich schon so ein bisschen witzig, ne? Ich würde die Pandemie als witzig bezeichnen. Das kann ich jetzt nicht appreciaten. Menschen leiden unter dieser Pandemie und du findest sie witzig. So war das nicht gemeint. Da würde ich auch wieder versinken können. Aber eine Etage tiefer? Ich wollte hier nochmal eben gucken. Der wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber... Oh, doch. Fehler! Schlüsselkarte erforderlich. Ah, ich nehme an, eine Schlüsselkarte ist erforderlich. Ich hatte heute im Supermarkt tatsächlich eine interessante Situation. Die hatte nichts mit der Maskenpflicht zu tun, aber die war auch ganz interessant. Jan und ich standen vorm Eisregal und haben darüber debattiert, ob es diese eine Eissorte am Stiel in groß gibt oder ob sie mittlerweile nur noch in klein gibt, weil es halt ne, zwei Varianten potenziell gibt. Und es ist irgendwie in dem Laden so, manchmal haben sie in groß, manchmal haben sie nicht in groß. Na, deswegen waren wir uns halt nicht ganz so sicher. Und vor uns am Regal, am Tiefkühlregal, war eine Frau, die da auch das Eis genommen hat. Und ich weiß gar nicht, irgendwie haben wir auf jeden Fall gemeint, ja, guck mal, ich glaube, das gibt's doch in groß. Und dann, die, total random, die Frau einfach vor uns richtig, richtig unfreundlich so. Nein, das gibt's nur noch in klein. Nimm die Packung Eis und, wirklich ungelogen, knall die in den Einkaufswagen rein und geht weg. Und ich dachte nur so, okay. Plot Twist, es gab das Eis doch noch in groß. Aber es war so. Ich glaube, sie hat gedacht, dass das, was im Angebot ist, das gab's nur in klein. Aber es ist mir doch scheißegal, ob das Eis, was ich haben möchte, im Angebot ist oder nicht. Wenn ich mein Eis haben möchte, hole ich mir mein Eis. Aber es, ich meine, es war jetzt... Nichts, ne, Dramatisches, aber das war so richtig random einfach, so fast, Gut, da brauche ich die Schlüsselkarte. Das Versteck hier ist wieder ganz cool. Bela, Schlüsselkarte erforderlich. Okay. Was ist mit dem Ding da hinten, wo man ziehen kann? Ja, das fand ich auch noch seltsam. Ist da drunter vielleicht irgendwas? Irgendwie nicht. Okay. Oh. Oh? Oh? Ein Sekret. Du hast jetzt ein Becken bekommen. Okay. Und tschüss. Lass mich hier raus. Weißt du gar nicht, wen du hier vor dir hast? Also das, der Teil des Levels ist wieder cool, gerade weil es hier keine Pokés gibt. Ach, da oben.